Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Strick-Podcast-Folge. Wir haben uns ja schon vor einer Woche gesehen, aber ich habe in dieser Woche so viel gestrickt, dass ich dachte, ja, da kann schon wieder direkt die neue Folge kommen. Ich habe heute ein fertiges Projekt, nämlich meine Blouse Number One. Ich habe aber auch an anderen Sachen weitergearbeitet und sogar wieder was Neues angeschlagen. Und das werde ich euch heute zeigen. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Ich habe meine Blouse Number One fertig gestrickt und das war dann am Ende auch noch eine kleine Tortur, würde ich sagen, denn ich habe ja einen festen Vorsatz, meine Sachen nicht mehr zu kurz zu stricken. Ich weiß auch nicht so richtig, warum ich immer dazu neige. Aber wahrscheinlich liegt das vor allem daran, dass ich mich bei glatt rechts gestrickten Sachen irgendwann langweile und unbedingt fertig werden möchte. Und dann irgendwie dazu tendiere, zu sagen, ach ja, das ist jetzt eigentlich schon lang genug, oder? Ja, und das ist mir wieder passiert. Ich blende euch hier mal ein Video ein, weil ich das auch irgendwie ganz witzig finde, euch das so ein bisschen zu zeigen. Da war sie schon fertig gewaschen und getrocknet und mir ist schon aufgefallen, dass sie etwas kurz ist. Ich habe gehofft, dass sie nach dem Waschen noch ein bisschen länger wird, aber ich dachte mir schon, dass das nicht so ganz aufgehen wird, denn die Drops Bell, aus der ich das ja gestrickt habe, die wächst vor allem in die Breite, aber in die Länge eher nicht. Eher im Gegenteil, dass sie von der Länge her noch eher ein bisschen kürzer wird. Das heißt, man sollte vielleicht tendenziell die Sachen ein bisschen länger stricken mit der Drops Bell. Ja, auf jeden Fall war ich da nicht so überzeugt und habe das dann wieder aufgemacht. Und dann habe ich da nochmal 4 cm an den Körper gestrickt und auch an die Arme habe ich nochmal, ich glaube, an den rechten Arm 3 cm und links nur 1 cm. Aber jetzt passt das auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich auch einen anderen Abschluss gewählt. Ich habe beim ersten Mal die Bluse ganz normal abgekettet, weil ich gucken wollte, ob mir dieser Look gefällt, dass sich das so ein bisschen aufrollt. Das ist ja bei glattrechten Sachen normal, wenn man die ganz normal in der Standardmethode abkettet, dass da sich der Rand aufrollt. Und das ist ja auch der Look so ein bisschen von dieser Blouse Number One. Aber ja, mir hat das nicht ganz so gut gefallen. Ich fand es nicht schlimm, weil es hat sich nach dem Waschen schon auch etwas gelegt. Also da hat sich es nur noch ganz leicht gerollt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich das jetzt ganz toll fand. Dann hat mir eine liebe Zuschauerin geschrieben nach meinem letzten Podcast, mit einem Vorschlag, wie ich denn das mal anders abkippen könnte. Fühl dich lieb gegrüßt. Du weißt, wenn du diesen Podcast guckst, dass du gemeint bist. Und vielen Dank für den Tipp. Sie hat mir nämlich ein Reel geschickt zu einer anderen Abkettmethode. Und ich dachte mir, das zeige ich euch jetzt mal direkt. Denn was man da rausbekommt, ist dieser Rand. Und der rollt sich eben nicht ein. Und sieht eigentlich auch ganz hübsch aus, wie ich finde. Das habe ich bei den Ärmeln gemacht und auch beim Rumpf. Und zwar geht das folgendermaßen. Man macht, bevor man normal abkettet, eine Vorbereitungsrunde. Und in dieser macht man das so, dass man sich mit der rechten Nadel die Masche wie zum Rechtsstricken abhebt und dann guckt man auf die Rückseite. Und auf der Rückseite nimmt man dann die linke Masche auf, die unter der aktuellen Masche liegt. Ich blende euch hier mal ein Video ein, weil das natürlich ein bisschen blöd zu erklären ist, nur mit Worten. Man zieht sich das Maschenglied der linken Masche, die unterhalb der aktuellen Masche liegt, die man abgehoben hat, auf die linke Nadel und strickt diese rechts ab und dann zieht man die abgehobene Masche drüber. Und was da passiert, ist, dass man seine Kante an die Innenseite des Strickstücks sozusagen ranstrickt.
Und dadurch zieht sich das halt nach innen. Und das verhindert, dass sich das alles nachher wieder nach außen rollt. Also es ist sehr simpel, aber irgendwie auch sehr genial. Dadurch entsteht halt so ein bisschen, ja, eine wulstige Naht, würde ich sagen, dort, wo man das so ranstrickt. Man muss das natürlich schön finden, aber ich finde das eigentlich ganz hübsch. Und in der nächsten Runde kettet man halt dann ganz normal ab und dann hat man diese Kante, die sich nicht aufrollt. Also vielleicht wollt ihr das ja auch probieren mit eurer Blouse Number One oder halt auch bei einem anderen Projekt. Ich finde es auf jeden Fall toll, neue Sachen auszuprobieren. Das heißt, wenn ihr solche Ideen habt, dann schreibt mir das gerne. Und ich probiere sowas immer gerne aus und lerne gerne neue Sachen und entwickle mich weiter. Und ja, jetzt aber erstmal noch ein paar Infos zur Anleitung. Die Anleitung ist von My Favorite Things Knitwear und ich stricke sie auf 4 mm Nadeln mit der Drops Bell. Da komme ich nämlich auf die geforderte Maschenprobe von 19 Maschen in der Breite. Und ich kam auch mit der Reihenanzahl ziemlich perfekt hin. Deswegen ist die Drops Bell meiner Meinung nach wirklich gut geeignet, die Blouse Number One zu stricken, vor allem wenn man eben ein budgetfreundlicheres Projekt möchte, denn das empfohlene Garn ist ja die Pure Silk von Knitting for Olive doppelt gehalten, weil die ist ja wesentlich dünner als ein DK Garn. Ja, und das macht das Ganze natürlich ziemlich teuer und diejenigen, die jetzt schon meine anderen Podcasts geguckt haben, wissen auch, dass ich nicht ganz so der Fan von dem Pure Silk von Knitting for Olive bin, einfach von dem Gefühl her, weil ich das so sehr trocken finde. Und man hat meiner Meinung nach keine Vorteile zu einem Baumwollgarn, weil auch das Pure Silk, das wächst extrem in die Breite, genauso wie ein Baumwollgarn. Von daher, ja, finde ich eigentlich Baumwollgarne besser geeignet. Oder man nimmt halt ein Seidengarn, das wirklich Maulbeerseide ist, wo man auch wirklich diesen schönen Glanz an der Seide hat, den man ja eigentlich von einem Seidengarn erwarten würde. Zum Beispiel eben von Sislerie, diese Maulbeerseide, die ich euch ja schon öfter gezeigt habe. Aber ich halte sie so gerne in die Kamera, weil sie einfach so schön glänzend ist und so butterweich. Ja, das kann man sich natürlich auch einfach mal gönnen. Das ist halt etwas teurer. Aber ich finde, wenn Seide, dann schon eine Maulbeerseide, die auch wirklich dann hochwertig ist. Ich will damit gar nichts Schlechtes gegen die Pure Silk sagen von Knitting for Olive. Es ist nun mal eine Burettseide und das wird halt aus Resten gemacht. Und das ist natürlich dadurch auch sehr tierfreundlich. Und es werden halt auch die Garnreste verarbeitet. Aber ich finde eigentlich, dann sollte das Ganze ein bisschen günstiger sein. Weil dann ist es mir irgendwie zu teuer, weil ich glaube, die kosten so bis 8 bis 9 Euro pro Knäuel. Ja, und das ist es mir dann irgendwie nicht wert. Aber nun nochmal zurück zur Drops Bell. Denn ihr wisst ja, ich bin ein Drops Bell Fan, weil das einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Aber leider musste ich das jetzt schon öfter bei Drops feststellen, dass die Qualitätsunterschiede schon sehr groß sind. Das heißt, je nachdem, welche Farbe man kauft, und ich weiß nicht, ob es wirklich an der Farbe liegt oder an der Charge, sind die Qualitätsunterschiede schon deutlich. Ich blende euch hier mal ein Foto ein von der Drops Bell, mit der ich gestrickt habe, in der Farbe Rosenwasser. Da hatte ich leider das Problem, dass das Garn ziemlich kaputt war an vielen Stellen. Und ich kann euch das jetzt hier auch mal so ein bisschen zeigen. Ja, man sieht, da sind einfach Unruhen drin in dem Garn. Und es ist immer mal wieder so, dass hier so kleine kaputte Fäden rausgucken. Das zieht sich halt über das Ganze, über den ganzen Pullover. Deswegen ist es jetzt dann auch nicht ganz so schlimm. Aber das ist mir eben bei den anderen Drops Bell Farben, die ich bisher hatte, nicht passiert. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an der Farbe liegt oder woran auch immer. Aber ich kann euch zum Beispiel mal zeigen, das ist jetzt mein Bell Tanktop und da ist das alles perfekt. Also da ist nichts kaputt.
Und mal im Vergleich, wie rau das hier dann auch aussieht. Ja. Also ein bisschen enttäuscht hat mich das dann schon. Das hat so meine Drops-Bell-Liebe so ein bisschen gedämpft, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes Ergebnis. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Bluse und kann sie euch empfehlen, wenn ihr die auch machen wollt und euch nicht davor zurückscheut, eine Anleitung etwas zu modifizieren, dann würde ich euch empfehlen, die verkürzten Reihen, die gearbeitet werden. Also es wird hier ganz am Anfang, am Rückenteil, werden verkürzte Reihen gearbeitet, aber nur ganz wenige. Und dann werden halt die Zunahmen hier gemacht. Es ist wirklich ganz easy. Und ich würde empfehlen, da vielleicht noch 2, 3 verkürzte Reihen mehr einzubauen. Denn so ein bisschen hätte ich das Gefühl, dass das ein bisschen noch runterkommen könnte, damit es einfach ein bisschen angenehmer ist und nicht so ganz hier so am Hals abschließt. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich würde es das nächste Mal machen, falls ich die nochmal stricke. Aber ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Projekt. Ich zeige euch jetzt erstmal das Projekt, an dem ich aktuell am intensivsten arbeite. Und das ist mein Darling Cardigan von Kutu Wakika bzw. Veronika Lindberg. Und das ist das, was ich jetzt schon habe. Ich bin so circa 3 cm vor dem Bündchen und dann habe ich den Rumpf schon fertig. Und dann fehlen natürlich noch die Ärmel und auch die Abschlussblende. Denn hier wird eine doppelgestrickte Blende gestrickt. Und das ergibt nachher einen wunderschönen Abschluss. Und das ist auch wirklich meine bevorzugte Art, Cardigans zu stricken. Also beziehungsweise die, wie nennt man sie, Knopfleiste zu stricken. Denn es gibt einfach so einen richtig schönen, hochwertigen, sauberen Abschluss. Und ich finde, das sieht dann sehr nach auch gekauften Cardigans aus. Wenn man das halt gerne möchte, dann empfehle ich, den Doppelstrick zu nehmen. Ich stricke das ja aus der Brigitte Nummer 2 von Lana Grossa. Und das ist ein Baumwoll-Alpaka-Gemisch und ist wirklich eine super Alternative für das Borsted Alpaka von Sadness Garn, was ja in der Anleitung empfohlen wird. Es ist ein bisschen dünner. Das heißt, man muss eventuell ein bisschen hochgehen mit der Nadelstärke. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, weil ich eine Masche zu viel hatte auf 10 cm, dass ich eine Größe M stricke statt einer Größe S. Und bisher scheint das wirklich gut zu funktionieren. Also habe ich das richtig ausgerechnet. Ich verlinke euch hier oben mal mein Video zu dem Thema Maschenproben und wie du deine Maschenproben umrechnen kannst für deine Strickanleitung, falls sie nicht ganz passt. Nach dem Prinzip habe ich das nämlich gemacht und wie ihr jetzt an dem Tragevideo seht, das sieht natürlich jetzt noch etwas wild aus, aber da sieht man, dass das wahrscheinlich gut klappt und ich wirklich auf die Größe S komme. Die Anleitung ist ja auch sowieso etwas darauf ausgelegt, oversized zu sitzen. Das heißt, es ist ein sehr kuscheliger Cardigan, der wirklich einen weiten Sitz hat. Und die Designerin Veronika Lindberg, die sagt ja auch, dass sie ihn deswegen Darling Cardigan genannt hat, weil es einfach ihr Allrounder ist in Sachen Cardigan. Einfach einen, den sie sich immer drüber werfen kann, wenn sie irgendwie was braucht, um so ein bisschen mehr Wärme zu erzeugen. Und deswegen hat sie ihn den Darling Cardigan genannt, weil er einfach so der Lieblingscardigan ist für alle Gelegenheiten. Und ich finde, das passt wirklich sehr gut. Denn ich hatte jetzt auch den nur kurz mal an zum Anprobieren. Und ich kann euch sagen, das ist so angenehm weich mit dieser Wolle. Ich finde dadurch, dass diese Lana Grossa Brigitte Nummer 2 einen hohen Baumwollanteil hat, macht das Ganze so weich, dass das selbst empfindliche Leute direkt auf der Haut tragen können. Ich habe jetzt das Borsted Alpaka oder Borsted, ich weiß gar nicht, wieder nicht, wie man das ausspricht, aber dieses Blown Alpaka Garn von Sandness noch nicht ausprobiert,
Was ich aber schon ausprobiert habe, ist das Garn Poppy von Sandness Garn. Und das ist auch so ein Blown Alpaka Garn in einer sehr ähnlichen Zusammensetzung, aber halt hat das so, ist das so variiert. Das heißt, das ist sind so Farbsprenkel mit drin. Eigentlich auch sehr schön. Und ich habe daraus übrigens den Hadley Pullover gestrickt. Den blende ich euch hier auch mal ein. Das ist wirklich auch ganz toll geworden, aber das kann ich nicht so gut auf der Haut tragen. Das heißt, ich muss da wirklich ein T-Shirt drunter tragen und ich merke das dann trotzdem auch hier so am Hals und auch an den Armen, dass mich das so ein bisschen kratzt. Beziehungsweise es ist kein richtiges Kratzen, sondern es ist so ein Prickeln, prickelndes Gefühl irgendwie. Also einfach so, so ein bisschen unangenehmes Gefühl auf der Haut. Und das habe ich mit diesem Garn überhaupt nicht. Das ist so weich, das ist so angenehm. Ich freue mich so riesig auf das Ergebnis. Ja, ich habe den dann beim Stricken auf dem Schoß und denke so, ach, ist das angenehm. Also ich kann euch das Garn bisher wärmstens empfehlen. Ich habe daraus erstmalig eine Mütze gestrickt. Das ist schon etwas länger her. Diese habe ich nicht getragen, weil das war ganz am Anfang meiner Strickzeit und da... Ja, und deswegen ist daraus nichts geworden. Die wurde viel zu klein und deswegen habe ich die nie getragen. Dementsprechend habe ich keine Erfahrung, wie sich das Garn nach dem Waschen verhält oder nach mehrmaligem Waschen und Tragen. Dazu kann ich jetzt also noch nichts Konkretes sagen. Aber das werde ich auf jeden Fall nachholen, wenn der Cardigan fertig ist. Und das dauert sicherlich auch nicht mehr lange. Veronika Lindberg hat übrigens zu dem Darling Cardigan auch ein Video-Tutorial veröffentlicht. Also falls ihr sagt, dass ihr nicht gerne rein mit Anleitungen strickt, dann kann ich euch das empfehlen. Ich persönlich stricke jetzt nicht nach dem Video, aber ich bin ja auch einfach schon, sage ich mal, sehr erfahren, was Anleitungen angeht. Ich habe aber mal reingeguckt und ich finde, das sieht wirklich gut aus. Und sie erklärt eben auch, wie man diese doppelgestrickte Blende strickt. Da schrecken ja, glaube ich, einige schon vor zurück, aber das ist wirklich nicht schwer. Und ich finde, sie erklärt das wirklich sehr gut. Jetzt möchte ich euch gerne noch ein paar Knöpfe zeigen, die ich zur Auswahl habe. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Knöpfe ihr für den Darling Cardigan am passendsten findet. Und zwar sind das erstmal diese Perlenknöpfe. Ich halte das jetzt hier mal ein bisschen semi-professionell dran, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also das ist auf jeden Fall aktuell, glaube ich, mein Favorit. Das passt irgendwie total gut zu dem Rosa. Dann habe ich aber auch noch diese Knöpfe hier. Finde ich, sieht auch sehr schön aus. Allerdings hatte ich diese Knöpfe eigentlich für den April Cardigan reserviert, weil diese auch den Knöpfen sehr ähnlich sehen, die Petite Knit da auf ihrem Beispielfoto hat. Das blende ich euch hier auch mal kurz ein. Und dieses Beispielfoto hat mich da übrigens so animiert, die Anleitung stricken zu wollen, weil ich das einfach so schön fand mit diesen Blink-Blink-Knöpfen in Kombination auch mit diesem Hellblau, das sie da trägt. Einfach mega schön. Aber natürlich kann man sich das auch gut mit Rosa vorstellen, finde ich. Das ist auf jeden Fall die zweite Option. Und dann habe ich noch diese hier. Die sind etwas größer und auch ziemlich bling-bling wieder. Finde ich, sieht auch sehr schön aus. Vor allem, weil ja auch hier so rosa Steinchen da drin sind. Aber das ist natürlich etwas, sage ich mal, etwas mehr, dadurch, dass die größer sind. Ja, aber die könnte ich mir auch wirklich gut vorstellen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welche Knöpfe ihr am schönsten findet für den Darling Cardigan. Kommen wir zu meinem nächsten Projekt, das aktuell auf meinen Nadeln ist. Und das ist das Bell Tank Top, das ihr schon in der letzten Folge gesehen habt, das ich für meine Videoanleitung stricke. Und das ist aus der Drops Bell in der Farbe Löwenzahn. Mit weißen Kontraststreifen und da habe ich so viel schon gestrickt und auch abgefilmt.
Ich zeige in dem Video zum Beispiel auch, wie man hier einen schönen Übergang macht mit den Streifen, dass man hier keine Treppchen hat. Wie ihr seht, sieht das nämlich sehr schön sauber aus. Und jetzt fehlen noch unten das Bündchen. Das wird ja ein ungeschlagenes Bündchen. Und dann natürlich noch die doppelgestrickten Ränder. Ja, und eigentlich, ich weiß nicht, Gelb ist ja wirklich nicht so meine Farbe. Aber vielleicht könnte sich das wirklich mit diesem Top ändern. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bin ich da aktuell dran. Aber ich stricke natürlich immer nur weiter, wenn ich auch an der Videoanleitung arbeite. Und das ist ganz schön aufwendig, sage ich euch, das abzufilmen und dann zu schneiden. Und ich meine, ich muss ja zwischendrin auch immer noch die ganzen Sachen so stricken. Ich filme ja das nicht komplett am Stück ab, wie ich das stricke, weil das wird ja irgendwann etwas langweilig und auch etwas lange. Das heißt, ich muss jetzt erstmal den ganzen Rumpf noch zu Ende stricken, bevor ich da überhaupt wieder dran weiterfilmen kann. Und das ist natürlich ziemlich aufwendig. Aber ich werde es auf jeden Fall bis zum Release auch fertig haben. Und dann kann ich euch auch in dem Podcast, der dann zu dem Release meines Belt-Tank-Tops erscheint, das fertige Top zeigen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Auch nochmal eine kurze Info zu dem Teststrick, der ja aktuell zu meinem Tanktop läuft. Die meisten, die sind mittlerweile schon fertig. Es gibt auch welche, die schon an ihrem zweiten Modell stricken. Und das macht mich natürlich super froh, weil das ja auch heißt, dass die Teststrickerinnen mit ihrem Ergebnis zufrieden sind. Und dieser Teststrick macht nicht nur deshalb so viel Spaß, weil ich natürlich super tolles Feedback bekomme zur Passform und auch zur Anleitung selbst, ne? Wenn es da Unklarheiten gibt, gerade bei denen, die noch so ein bisschen Anfänger sind, da konnte ich super viel verbessern. Deshalb auch vielen lieben Dank an meine Teststrickerin und auch vielen lieben Dank an alle, die sich für den Teststrick angemeldet haben, aber leider nicht ausgewählt wurden. Das tut mir immer noch so leid, weil eigentlich hätte ich das am liebsten mit euch allen gemacht, die sich angemeldet haben. Aber das waren nun mal rund 80 Anmeldungen, bevor ich das Formular geschlossen habe. Und ich hätte ja nie gerechnet, dass sich überhaupt so viele dafür interessieren und sich anmelden. Deswegen war ich auch erstmal so ein bisschen überfordert. Es wird ja einen weiteren Teststrick geben. Kommen wir nämlich zu meinem nächsten Projekt. Ich habe euch ja im letzten Podcast von meiner neuen Projektidee erzählt. Da habe ich euch das Schmetterlingsmuster gezeigt, das ich in meinem neuen Strickmusterbuch gefunden habe, das ich mir extra gekauft habe, um mich so ein bisschen zu inspirieren für neue Designs. Und eigentlich wollte ich mein neues Top-Design ja mit Zöpfen machen, aber dann fand ich dieses Schmetterlingsmuster so süß. Und ihr haltet mich jetzt bestimmt für verrückt, weil das ja alles erst eine Woche her ist. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich gestrickt habe. Das ist mein neues Camisole aus dem Schmetterlingsmuster. Und ist das nicht niedlich? Ich habe hier doppelt gestrickte Träger. Das wird aber wirklich nicht so aufwendig wie bei meinem Belt-Tank-Top, wo man das ja wirklich an alle Ausschnitte macht, sondern wirklich nur die Träger. Und dann hat man hier einfach Randmaschen, die man strickt. Dadurch wird das hier auch sehr schön. Und dann wird eben das Schmetterlingsmuster über das komplette Teil gestrickt. Und hier in der Mitte, das sieht man jetzt gar nicht so gut, ist noch ein kleiner Zopf. Ich wollte den letztendlich dann nämlich doch mit reinbringen irgendwie. Und dann fand ich das ganz schön so in der Mitte im Ausschnitt. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie das schon getragen aussieht, weil das ist natürlich blöd zu zeigen so. Und ich habe ja noch nicht so viel, also es wird jetzt ein bisschen wild aussehen mit den Spangen oben und den ganzen Fäden und mit meinem BH, den ich drunter anhabe. Aber so könnt ihr schon mal sehen, wie das so sitzen wird. Und ich bin so verliebt in dieses Top, dass ich es am liebsten jetzt direkt weiter stricken würde. Aber natürlich halte ich mich jetzt erstmal zurück, denn ich muss ja erstmal mein erstes Design fertig machen und erstmal da die Videoanleitung fertig machen. Und ich muss natürlich da auch erstmal alles vorbereiten für das Release, dass das dann auch klappt. Die Anleitung wird übrigens über Ravelry zu kaufen sein erstmal. Ich plane das auch in meinem Etsy-Shop dann zu veröffentlichen,
Aber das weiß ich noch nicht, ob ich das dann direkt zum Release schaffe. Aber die, die Reverie haben, können das dann auf jeden Fall schon kaufen. Und dieses Top, das wird natürlich vom Stil ganz anders, nämlich viel femininer und natürlich durch das Lace-Muster auch etwas romantisch. Und es wird eher so ein, ja, ein Hemdchen, würde ich sagen. Also etwas wirklich Luftiges, Leichtes für den Hochsommer. Und ich kann mir das super vorstellen, dass man das dann zu einem Rock trägt oder so und das sich dann so reinsteckt und ja, einfach so was sehr Leichtes, Feminines. Und so hatte ich mir das vorgestellt. Und ich war selber total überrascht, dass das auch sofort so funktioniert hat. Also ich habe mir das wieder aufgemalt und berechnet, geplant in Excel, wie ich das gerne hätte. Und dann habe ich das angefangen und es ist wirklich mein erster Versuch. Und das ist direkt so super geworden, dass auch wirklich die Träger, also die doppelt gestrickten Träger, direkt über den BH-Trägern liegen. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und auch der Ausschnitt ist direkt so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Einzig beim Rückenteil, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob mir das gefällt. Denn da ist es so, dass ich hier neue Maschen anschlage einfach. Denn ich wollte, dass das Rückenteil ein bisschen höher sitzt als das Vorderteil, weil ich das nicht so gerne mag, wenn hinten der Ausschnitt dann genauso ist wie vorne. Aber dadurch rollt sich das jetzt hier so ein bisschen ein mit den neu angeschlagenen Maschen. Deswegen, das gefällt mir noch nicht so gut. Könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr einen Tipp habt, wie man da das schöner machen kann. Ja, ich bin nämlich noch nicht so richtig entschlossen, wie ich das mache. Eventuell werde ich das so machen, dass ich hier einfach noch länger Zunahm stricke. Dann wird der Ausschnitt halt ein bisschen tiefer. Aber dafür hat man dann nicht so einen Rollrand, würde ich sagen. Oder ich hatte mir auch überlegt schon, ob ich hier irgendwie dann das mit einem I-Cord mache. Aber der Rest des Tops hat ja keinen I-Cord und ich möchte da auch keinen dran haben, weil ich finde, das Muster, also dieses Schmetterlingsmuster, das ist schon, das reicht mir, da brauche ich nicht noch mehr, sag ich mal, Eye-catching. Und ja, so viel auf jeden Fall dazu. Aber das hat jetzt keine Priorität im Moment. Da habe ich mich einfach so ein bisschen verführen lassen, habe das angefangen und dann hat das so gut funktioniert und dann habe ich gestrickt und gestrickt und gestrickt. Und dann war das so plötzlich schon über der Brust und dann dachte ich, ja gut, jetzt musst du dich aber mal zusammenreißen. Noch ein paar Worte zu dem Garn, denn ich stricke das aus der Sadness Garn Tünnline. Das ist ja die gleiche Zusammensetzung wie die Line von Sadness Garn, nur halt ein Fingering Garn. Also das ist halb so dick und dadurch entsteht natürlich auch ein sehr feines Strickmuster. Ich muss aber sagen, dass es nicht so einfach ist, mit diesem Garn zu stricken. Denn beim Stricken ist es so, dass man sehr oft mit der Nadel zwischen diese einzelnen Fäden kommt, weil die wirklich überhaupt nicht zusammenhalten. Und man gewöhnt sich, finde ich, dran. Aber ich denke, es ist vor allem eher was für erfahrenere Stricker. Für Anfänger könnte das zunächst etwas schwierig sein und vielleicht auch frustrierend. Deswegen bin ich auch noch am Überlegen, eventuell auch noch eine Garnalternative zu suchen. Also ich persönlich finde das Garn sehr schön. Es ist super weich, angenehm und mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Aber ich möchte natürlich auch, dass das nachher jeder stricken kann. Es ist von der Komplexität her sowieso auch nicht ganz so einfach wie das Belthangtop. Also es ist nochmal eine Schwierigkeitsstufe höher. Natürlich auch dadurch, dass es ein Lace-Muster hat. Das selbst ist nicht schwer, aber man muss halt nachher auch nach Charts stricken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich auch eine komplett schriftliche Erläuterung mache oder nur über Charts, weil ich persönlich, wenn ich solche Anleitungen stricke mit Mustern, dann stricke ich immer nach den Charts und nicht nach den ausgeschriebenen Reihen sozusagen. Und das macht das Ganze natürlich auch sehr wuchtig. Also da hat man nachher sehr viel Text
Und es muss ja auch testgestrickt werden dann. Deswegen, ja, bin ich noch immer überlegen, ob ich das nicht rein mit Charts mache. Und dann ist das nun mal eine Anleitung, bei der man das dann machen muss. Und eventuell ist das dann auch nicht für komplette Anfänger. Also es ist dann wirklich für eher fortgeschrittene Anfänger, die auch so ein bisschen ambitioniert sind und denen das Design dann vielleicht einfach wirklich gut gefällt und die sagen, ich schaffe das jetzt trotzdem. Und ich kann mir auch gut vorstellen, da eben wieder eine Videoanleitung zu machen. Dadurch wird das Ganze ja sowieso dann auch noch mal einfacher. Aber vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen die Chance, sich mal aus der Komfortzone zu begeben und wirklich mit Charts zu stricken. Das werde ich natürlich, wenn es dann soweit ist, auch ausführlich im Videotutorial zeigen, wie man das macht. Von daher sollte das kein Problem sein. Aber das ist jetzt alles noch Zukunftsmusik. Erstmal muss ich das natürlich fertig stricken und diese Charts auch fertig machen. Ich habe die jetzt natürlich bisher nur für Größe S, weil ich ja Größe S stricke. Das muss dann natürlich auch alles umgerechnet werden. Ja, aber so viel zu meinem Ausblick für die nächste Zeit. Dann halte ich euch noch kurz das Projekt in die Kamera, das ich für Madame Nadelspiel stricke. Sie heißt Patricia und hat auch einen YouTube-Kanal. Und sie hat ja eine Anleitung für diesen Summer Loop Scarf rausgebracht. Das ist eine kostenlose Anleitung. Ich habe da in der Woche jetzt nicht dran weitergestrickt. Da war mir die Zeit dann doch nicht ausreichend für. Aber das wird auf jeden Fall fertig gestrickt und ich freue mich da schon auch sehr drauf. Das mache ich ja aus meinem Restegarn von Süsleriet, das ich für meine Babro Blouse verwendet habe. Das ist 100% Maulbeerseide, handgefärbtes Garn, wunderschön. Und das wird ein ganz tolles, weiches Teil. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und das wird ganz bald weiter gestrickt. Das nächste Projekt, das ich dann anschlagen werde, ist der April Cardigan. Dafür will ich ja auch einen Projektvlog drehen. Und da bin ich schon wirklich sehr gespannt drauf. Das möchte ich ja in diesem Garn stricken. Das ist auch ein handgefärbtes Garn von Woolberry. Eben ein Merino Fingering und ein Suri Alpaca Lace Garn. Aber ich habe tatsächlich auch noch eine Alternative, mit der ich das stricken könnte. Denn ich habe von Olivia and Oliver Fibers auch noch handgefärbte Garne da. Und zwar auch in Fingering-Stärke. Und davon möchte ich euch noch kurz etwas zeigen. Dann seht ihr jetzt auch schon mal ein bisschen was aus meinem Wollvorrat, den ich so habe. Denn ich habe verschiedene Färbungen, aus denen ich bisher noch nichts gestrickt habe, die aber geplant sind auf jeden Fall für den Herbst und für den Winter. Die sind jetzt auch einfach halt nicht für den Frühling und Sommer geeignet, aber ich habe halt eine Weile drauf gewartet, bis die ankamen. Und dann war es auch einfach schon zu spät für Winterstrick. Da habe ich zum einen die Farbe Apple Blossom. Ist das nicht schön? Das ist auch wieder ein rosa Garn, wie immer bei mir. Das ist ein Merino Superwash Fingering Garn aus einem rosa Cremeton, aber da sind auch grüne und gelbe, orangene Sprenkel drin. Und was ich mir vorstellen könnte, wäre eben so ein Garn mit dem Suri stattdessen zu kombinieren. Und da bekommt man sicherlich einen sehr schönen Effekt raus. Aber ich habe auch noch weitere Alternativen. Ich habe nämlich auch noch dieses Garn und das ist Pink Marble. Das ist auch so ein rosa Cremeton, geht aber mehr so in die Richtung bräunlicher. Das wäre aber auch eine Alternative. Und dann habe ich noch einen letzten Ton, den würde ich jetzt wahrscheinlich nicht kombinieren, aber ich würde ihn euch gerne zeigen. Das ist die Färbung Feather. Und das ist auch ein Cremeton, würde ich sagen, mit so schwarzen Sprenkeln. Und auch so ein bisschen Orange ist hier mit drin. Also auch ein sehr schöner Ton. Aber das würde ich mir für was anderes reservieren. Ich weiß noch nicht was.
Ich habe auf jeden Fall von allen drei Stränge. Das heißt, wahrscheinlich werde ich das auch nicht alleine verstricken können, sondern muss es irgendwie kombinieren mit einem Lace-Garn, je nachdem, was ich daraus stricke. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich finde die handgefärbten Garne von Olivia und Oliver Fibers auf jeden Fall mega schön. Und das Tolle dran ist, dass man da auch bestellen kann, zu jeder Zeit und nicht wie bei Woolberry, dass es da immer nur so bestimmte Zeiten gibt, wo man das bestellen kann. Diese ganzen Farben kann man vorbestellen. Da kann man halt nicht nur einen Knäuel bestellen, sondern man muss, glaube ich, eine Sweater-Menge bestellen. Und deswegen habe ich auch drei Stränge von allen. Also ich glaube, das war so die Mindestmenge, sind drei Stränge. Und die werden dann wirklich auf Bestellung produziert und man wartet da auch einige Wochen drauf. Also ich glaube, ich habe 2 Monate gewartet, bis es ankam. Das war dann auch leider etwas zu spät, aber das wird ja nicht schlecht und ich freue mich auf jeden Fall drauf, das dann bald zu verstricken. Das war's dann von mir wieder für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, denn ich habe gesehen, dass die meisten, die meine Videos gucken, meinen Kanal gar nicht abonniert haben und es würde mir natürlich sehr viel helfen, auch weil ich dann sehe, dass meine Videos gut ankommen und ich freue mich auch über jedes Abo, das eintrudelt und natürlich auch über jeden Kommentar und auch jedes Like, das ihr mir da lasst. Damit zeigt ihr mir auf jeden Fall, dass ich weitermachen sollte mit den Videos und sie euch gut gefallen und in dem Sinne wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!